machen. Hier, warte mal. Du kommst jetzt noch rennen. So, jetzt sind wir dran. Ganz wenig ja. Rennen noch. Ja, das geht noch. Den anderen? Ja, wir setzen uns hin. Da kannten uns früher aus, nicht? Ja, ja. Die hochdegenerierten Feinde. Heute schießen wir nicht mehr aufeinander. Nee, heute nicht mehr. Ach, der Chef. Very pleased to meet you, sir. Very pleased. Very pleased. That's Ken Tout, and this is Ernest. Ernest. Thank you. Thank you. A tank comrade. You're German, are you? Short man. Niemeyer. Yeah. No man. Tiger man, eh? Driver. Old song for your Wittmann. Kennen Sie Michael Wittmann? Michael Wittmann? Ich war in der 7. Yeah. Panzerdivision bei Rommel. Oh, sorry. You were 7th Panzerdivision at Rommel. No, this is 101. Ja. Heavy. Ja. Wir sollten nach Afrika und sind abgebrochen, weil der Russe durchgebrochen ist. Yeah. Nur 3 Jahre. Were you at Kursk? Kursk. Waren Sie in Kursk? Waren Sie in Kursk? Kursk ist Schlachthaus, nämlich. Well, if you were at Kursk, I'm going to shake your hand. Ja, was gar nicht sehen. Because that was the biggest battle. War schlimm, gell? Ja. But did you know Michael Wittmann? Der Wittmann, klar. Wittmann. Der beste Panzer. I was there when he was killed. Good morning. Let's go. Morning. Morning. Where do you come from in Germany? Where? From Lüdenscheid, zum Sauerland. Yeah. You can? No, yeah. I've never been there. No. Köln. Ich war ja nur in Russland. Köln. So firstly, gentlemen, colleagues here, thank you so much for coming today. First of all, thank you very, very much. Can I just ask all of you one question, and perhaps if we go round in turn, what does it feel like to be back amongst tanks again? Wie so ein alter Sack, ne? Das ist eine Erinnerung, tut am Leid. Bitte weitermachen, Walter. Bei mir war der Eindruck gestern schon hier vor dem Panzer, da habe ich selbst, war ich selbst überrascht, dass das nicht viel mehr Emotion war wie sonst auch. Also dieser Panzer, Tigerpanzer, verfolgt mich das ganze Leben. Ich habe vieles erlebt mit dem und viele schlechte und gute Zeiten gehabt, aber das Russland, das war ein Abschnitt in meinem Leben, der war erbärmlich und ich musste 3 Jahre damit halten. Und Could I ask Ernst, what do you feel like about coming back here? I think it's amazing after over 70 years we're back, you know, I really can't believe it. And it does bring back a lot of memories, and not all bad memories either, some good memories. Good. And Ken? Well, the tank was your home for long enough. You lived in it. You fired the gun to save your life. And also you saw these terrible things which happened when a tank blew up. And that was something which stays with you forevermore, because it was a visible cremation of one of your friends whilst you looked on. Could I ask a question of the gentleman as well? Is there anything you'd like to say to each other here? Was er war, Panzerfahrer oder Besatzung? Driving the tank? No, commanding and gunning. Commandant, gut. Yeah. Ich war Fahrer gewesen. Yeah. Er den Namen? Was war er? Wireless operator. No radios, wireless. Ach, Funker. Gut, da hat neben rechts geguckt. Gut. Mein größtes Erlebnis ist, wenn ich Sie sehe, dass wir nicht mehr aufeinander schießen brauchen. Um zur Versöhnung beitragen. Denn was wir erlebt haben, ist egal auf welcher Seite, das war schrecklich. Da wollen wir nicht mehr dran erinnern, obwohl mich das ganze Zeitlebens begleiten wird. Und da komme ich nicht durch. Das hat mein Leben geprägt. Ich war 17 Jahre, als man mich einzog. Und das bestimmt mein ganzes Leben, das kann man nicht vergessen. Ich möchte mal fragen, die Auszeichnungen.
what's happened up here. Well, the French people have very kindly given us a reminder, which my friend also has, to honour all the British soldiers who were in Normandy. So that's that one over there. And the others are denoting, for instance, that one was in a particular area. For instance, I was in Normandy. I was also in Palestine because we had terrorist work after the war. So, that's what that was. And your MBE? My MBE is a civil one. Yes. And the other one is actually for researching the work of the Polish armored divisions. So, and that was after the war, so that was a post-war. Yeah, and then gab's noch einen nach dem Krieg. Meine Auswahl war EK2, Panzersturmabzeichen, Verwundabzeichen in Schwarz und die Winterorden. Die Gefrierfaschern haben mir gesagt, wo die Schlafmücke 41, 42 in Russland, wo so kalt war. Das war die Gefrierfaschern. Ich hatte nur das Verwundetenabzeichen. Ich habe auf die anderen Abzeichen nicht so viel Wert drauf gelegt. Ja. Speaking about friendship in these days, on a number of occasions I took German prisoners, and when I was commander, one of the things I had to do immediately was to talk to them and find out what was happening. And there was an empathy, a fellow feeling, that you felt you were special people, because you may have been German, I may have been British, but we have been together fighting, and somehow that cut us off from all the ordinary people who'd never seen anything like also this. Eine untereinander verbindlich, ja. So pretty much the same perspective that that was expressed earlier that I couldn't translate as, as well, but yeah, very, very good point. Could I ask as well, and could you translate as well, how, gentlemen, all of you, how important do you think it is for us still to remember this period today? Wie wichtig ist, wir wissen, dass wir praktisch heutzutage in der heutigen Zeit der Krieg nicht mehr weit ist. Irgendwie von allen, in allen Ecken auf der ganzen Welt brennt es doch. Und da ist es unsere Pflicht, gerade die des diese Zeit mitgemacht habe. Das habe ich auch zeitlebens, ich habe ein Buch geschrieben und für die Zeitung geschrieben, immer wieder gemahnt gegen den Krieg, dass sowas nie wieder passieren darf. Ja. Das war mein Anliegen, zeitlebens daran zu wirken. Ja. Und man sollte uns alten Leuten doch mal zugestehen, auch immer wieder zu mahnen, den Finger in die Höhe zu heben. Denkt daran, wenn ihr da zustimmt und nachläuft, diesen Menschenfängern, die diese Leute nur in den Krieg, der leidet ihr so drunter, ihr macht Völker kaputt und. Und diese Mahnung möchte ich zeitlebens weitergeben. Yeah, I think it's very important, especially for young people. And I came last year and I was impressed with the young people who came. And I think it's very important they should know, you know. I agree entirely, because there is so much other things to interest and occupy young people these days that they tend to forget the realities of battle. You have war games and you have films which are dramatic, but you would never participate in them. And we who have been actually in the battle need to be saying what it was really like. With Fury, for instance, you know, the film can only tell you so much, but the veteran can tell you what it really was like. Wir kennen ja unser Degrad, unser Auszeichnung nicht anhängen, sind denn mal angespuckt werden in Deutschland, ne? Wir sind ja die Kriegsverbrecher. Yeah, and there is an important point in Germany, obviously, as the nation losing the war, we cannot. I never earned any, but the ones that did can obviously not proudly wear their medals because of history. Despite their service. So yes. Yeah.